wie wir Orthopäden entscheiden, welche Art der Betäubung bei deiner Operation die richtige ist. Grundsätzlich gibt es drei Arten der Betäubung. Die lokale Betäubung, die regionale Betäubung oder die Vollnarkose. Die Lokalanästhesie kennst du vielleicht vom Nähen einer Schnittwunde. Dabei wird ein Betäubungsmittel direkt in die Wundränder gespritzt. Bei der Regionalanästhesie wird durch ein Betäubungsmittel die Schmerzweiterleitung einem bestimmten Nerv gezielt blockiert. Dadurch kann man ganze Körperabschnitte, wie zum Beispiel einen Arm oder ein Bein, einzeln betäuben. Bei einer Vollnarkose wird man in einen tiefen Schlaf versetzt. So werden Schmerzen nicht wahrgenommen und die Muskeln sind entspannt. Eine Vollnarkose kommt in Betracht, wenn eine Operation länger dauert oder zum Beispiel die Entspannung der Muskulatur erforderlich ist.